So, ihr seht nicht falsch, wir sind hier jetzt im Salon, aber ich möchte euch vorwarnen, es ist noch echt in Ordnung, weil wir mussten erstmal alles reinstellen. Also, und da ist er. Also gut. Ja, das da ist meine Stressnahrung. Das ist Müll. Das muss noch ins Projekt, den Projektordner. Das ist mein kleines Zwischenprojekt. Ich baue gerade einen PC selber zusammen. Ach, das dauert jetzt auch noch eine Weile, weil am Freitag kommt erst dann der Prozessor. Die Geschichte erzähle ich euch heute auch noch. Die ist echt der Knaller. Ja, dann haben wir hier nochmal unser Familienprojekt. Wir haben einen Paketbriefkasten und ja, den müssen wir dann auch irgendwann noch aufbauen. Ja, und hier, das dann ist meine Leiste. Und das war das, was ich gemeint habe mit, es sind ja Sachen, also es ist ein bisschen was breiter geworden, mal hier ist was verschwunden, weil hier hinten, da ist jetzt auch viel weniger Platz, weil da ja eine Isolierung drauf ist. Und durch den Stuck, glaube ich, heißt das Ding, ist es dann auch etwas weniger lang und breit. Ja. Dann, das hier ist meine Steckdose. Ich bin voll stolz auf die, weil die ist wunderschön geworden. Also ich muss schon sagen, wirklich richtig schön. Und ich mag auch so vom Gefühl, die ist weich und alles. Dann hier oben sind Bücher und Mamas Ordner und Schrank. Hier ist dann der Teddybär und das ist die Kommode, aber die wird dann noch längs geschoben. Weil eins kann sie, mache ich auf gar keinen Fall, dass das so immer vorsteht. Aber jetzt für den Moment haben wir hier ja genug Laufplatz und so. Aber wenn dann hier, also wirklich so von der Breite, dann das Regal da steht, ist dann nicht mehr so viel mit Platz und sowas. Ja, hier ist noch mehr Unordnung. Hier haben wir tatsächlich noch Farbenreste. Hat sehr gut gereicht für das ganze Zimmer. Also wir haben zwei Dosen gehabt und die haben echt gut gereicht. Aber falls noch irgendwie was zum Ausbessern ist und so, braucht man halt immer noch eine Farbdose. So, ich mache mal ganz kurz den Rollladen komplett runter, weil wir wollen ja nicht, dass man. Ja. Dann das hier ist jetzt mein Fenster. Ja. Kurz vergessen, dass ich gerade keine Hosen trage. Tut mir leid. Sorry. Ja, das ist das Fenster. Das ist auch wirklich schön geworden. Und da oben ist dann der Rollladenkasten. Ich finde es toll, dass man hier so das sieht, dass da ein Rollladenkasten ist und dass da nicht so einfach nur ein Übergang ist. Hier sehe ich gerade, dass da schon ein Riss in der Farbe ist. Das werde ich mit dem Maler dann besprechen, weil der muss ja eh nochmal kommen. Und auf der anderen Seite auch. Das muss man nur mal besprechen. Ja, falls einer von euch erkennen kann, wo hier die Steckdosen ist, dann meldet euch sofort. Wir schneiden ein Loch rein und machen die Steckdose auf. Weil ja, Dario müsste irgendwo noch eine Steckdose sein. Dann haben wir hier den Dinger, der ist auch neu bemalt worden. Also der. Ach gut, nichts. Ich dachte gerade. Ich bin noch voll nervös, wenn irgendwas mit Flecken irgendwo auf der Wand auftauchen. Der war mal früher von der Farbe her genau wie die Tür. Und jetzt ist er halt in dem fast selben Weiß wie das Fenster. Sieht einfach schöner aus. Und ja. Ja, nicht mehr im selben Licht stehen. Hier haben wir dann diese Steckdose, wo auch eine Besonderheit hat, was man sieht, wenn man es weiß sieht. Hier, das ist der Fernsehdinger und eigentlich gehört das einmal so rum, dass das dann dieses runde Ding hier nach unten zeigt. Aber aufgrund von Platzmangel mussten wir das halt anders machen. Und ja, aber man wird es gut wahrnehmen, weil hier dieser Strich da, das sind 60 cm und so groß wird dann der Einbauschrank. Also da ist ja auch noch ein Dach. Da hinten ist es nicht so wichtig, da wird jeder Einbauschrank davor stehen.
Ja, wichtig ist auch, ouch, habe mich gerade angehauen, entschuldigt, dass hier dann das Rohr wird man dann voraussichtlich nicht mehr so sehen, weil es ist ja dann zu. Und ja, das ist jetzt ungefähr Daumen breit plus ein bisschen. Oh, ich hab hoffentlich keine fettigen Finger, sonst klatsche ich mir selbst noch auf die Finger. Das hier bleibt tatsächlich offen. Normalerweise gehört da an so ein Dinger hin. Sowas. Aber ich sehe es nicht ein, da sowas hinzumachen, weil hier kommt ein riesen Einbauschrank davor. Ja, da hinten kommt ein riesen Einbauschrank davor. Da wird dann die Kommode stehen, die da. Und da ist dann das Regal. Und von daher, wenn, dann geht es maximal um ein paar Zentimeter, wo man das sehen könnte. Aber da kommt ja auch noch ein Teppich hin. Und von daher, wo ich aber tatsächlich dann Teppich hinmachen werde, ist hier, weil hier ist ja dann nichts davor und dann sieht man diese extremen Löcher und das finde ich nicht so schick. Von daher. Ja, hier sieht man noch so von das sieht man es mal so. Ah ja, und jetzt kommen wir für dich immer noch. Und jetzt für mich so zu einem der Highlights, meine Lampe. Aber Sekunde, damit man sie wirklich richtig erkennt, gibt es hier eine Fernbedienung. Voll witzig. Ich habe jetzt eine Lampe mit Fernbedienung. Und dann, jetzt wird es eher schlimmer, schlimmer. Ja, wartet. So. Und wenn man sie jetzt noch ein bisschen. So. Ja, komm. Damit man dich richtig schön sehen kann. Ach, ich bin auch nicht so am Punkt, wo ich weiß, wie es funktioniert, so 100%. Aber auf jeden Fall, das ist meine Lampe. Ja, jetzt sieht man sie gerade. Jetzt kommt sie. Ja, und da ist dann diese Dinger und da kann man dann Musik damit hören. Übers Telefon. Ja. Weißt du was? Ich werde mal ganz fix mein Telefon holen, dann kann ich euch die Funktion zeigen. Ist eben im Zimmer. Ja, also das ist dann die App dazu. Und das ist dann. Entschuldigt. Ich muss nur kurz. Das ist, da macht man dann das Bluetooth an. Und dann ist da hier die App und dann kann man hier App Connected, kann man zum Beispiel, ja, das da zum Beispiel ist die Frick, das nennt sich Herz und ich finde immer, es hat so einen gewissen Touch von, ja, das ist Sonnenuntergang, nennt sich das und ja, ja. Und jetzt ist, ich habe noch keine Ahnung, ich muss zugeben, ich bin noch so frisch mit diesem ganzen Ding. Ja, und jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob wir irgendwo ein Lied finden, das wir abspielen können, ohne dass mein Video sofort. Okay, entschuldigt. Jetzt muss ich mal ganz kurz noch. So. So, ach, ich bin auch wirklich, also sorry, es tut mir wirklich leid. So, das ist jetzt kerzenschlicht, soll das sein. Ja, auf jeden Fall verwirrende Sache, aber Tatsache, man muss zweimal aktivieren, wenn man theoretisch möchte, dass man jetzt, wenn man von da Musik hat, nochmal Musik hören kann. So. Ach, das ist jetzt so doof. Also ich wünschte, also man kann mit dem Ding auch Musik hören. Und man kann eine Menge mit dem Licht einstellen. Das Einzige, was immer sein muss, ist tatsächlich, dass diese Lichtschalter aktiv ist.
Weil wenn der nicht aktiv ist, dann geht nicht nur das Licht aus, sondern dann kann man es auch nicht mit dem... mein Bluetooth ist aktiv. Dann kann man es auch nicht aktivieren mit irgendwie anderen Sachen. Also mit der Fernbedienung oder der App. Ja, das war's dann soweit. Das ist jetzt meine vorübergehende Zimmerführung. Es wird sich hier in den nächsten Tagen und Wochen unglaublich viel noch verändern, aber so sieht es jetzt gerade aus. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt oder wenn ihr irgendwie noch so Gedanken habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Bis bald. Tschüss.